Alle meine Webbrowser haben einen Adblocker. Diese blockieren nicht nur Werbung, sondern auch sonstige gefährliche Webseiten. Das ist bei mir so auf Android und natürlich auch auf meinem Desktop-PC. Daran könnte sich jetzt aber mit dem Manifest in der Version 3 von Google etwas ändern, denn hier werden Adblocker eingeschränkt. Welche Option du jetzt noch hast, trotzdem Werbung zu blockieren, das zeige ich dir nach dem Intro. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen in das Thema und muss sagen, dass was häufig behauptet wird, dass Google hier versucht, Adblocker einzuschränken, wahrscheinlich nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Ich gehe davon aus, dass natürlich Google sich als Abfallprodukt dafür natürlich ein bisschen freut, dass das dann auch so ist. Aber tatsächlich ist diese Initiative mit dem Manifest in der Version 3 eher dem geschuldet, dass man über die Browser eine einheitliche Entwicklerumgebung schaffen möchte, dass also sowohl für Firefox als auch für Chrome relativ einfach Add-ons entwickelt werden können. Und gleichzeitig möchte man auch den Nutzer schützen, denn aktuell ist es halt so, dass die Browser-Erweiterungen ziemlich viele Rechte haben, in euren Traffic einzugreifen, der beim Surfen im Browser so anfällt. Und das möchte man jetzt unterbinden. Und klar, wenn man einen Werbeblogger benutzt, dann hat der auch viele Rechte, in den Traffic einzugreifen. Der manipuliert ja im Prinzip Webseiten und wie sie ausgeliefert werden. Und das können natürlich auch Erweiterungen nutzen, um euch zu schaden. Beziehungsweise euch oder eurer Privatsphäre. Und hier setzt jetzt Google auf eine neue Architektur im Chromium-Browser-Projekt, um genau das halt zu verhindern und euch auch ein bisschen zu schützen. Trotzdem wollt ihr ja weiterhin Werbung blockieren. Noch ist es so, dass dieses Manifest in der Version 3 nicht erzwungen wird. Aktuell bekommt man eine Warnung, dass noch Add-ons verwendet werden, die das Manifest in der Version 2 benutzen. Das heißt, die könnt ihr mit dieser Warnung einfach erstmal weiterverwenden. Langfristig wird das wohl aber der Fall sein, dass diese Manifest Version 2 blockiert wird und ihr müsst euch überlegen oder du musst dir überlegen, wie du damit umgehen willst. Ich möchte jetzt ein paar Sachen vorstellen, welche Handlungsoptionen man hat. Wenn man weiterhin seinen Chromium Browser nutzen möchte, also zum Beispiel den Edge oder den Chrome, dann kann man uBlock Lite zum Beispiel verwenden. Dort hat man versucht, sich mit dieser Manifest Version 3 zu arrangieren. Und man bekommt eben diese Warnung nicht mehr und man kann auch weiterhin Werbung blockieren. Allerdings sagt der Entwickler, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut wie mit dem alten uBlock Origin. Und ich hätte damit jetzt ein bisschen Bauchweh, denn ich möchte ja trotzdem weiterhin Werbung zuverlässig blockieren und nicht nur Werbung, sondern auch irgendwelche Skripte und ganz wichtig natürlich auch Cookies, die ich nicht haben will. Da muss ich mich irgendwie auf meinen Adblocker verlassen und da ich kein Entwickler bin und gar nicht genau weiß, was er jetzt noch blockt und was er nicht blockt, nehme ich die Option bitte alles blocken und das geht eben mit dieser Lite-Variante nicht mehr. Also muss ich mir was anderes überlegen. Firefox wäre eine Option. Ich bin leider kein Fan mehr von Firefox, von der Idee natürlich schon, dass man da einen alternativen Browser hat, aber ich habe einfach mit dem Browser keine guten Erfahrungen gemacht in der letzten Zeit. Deshalb bin ich auf einen Chromium-basierten Browser umgestiegen. Trotzdem, Firefox hat gleich gesagt, wir unterstützen diese Version 3 zwar, nehmen aber diese Einschränkung nicht mit, sondern erlauben den Entwicklern auch weiterhin, die alte Technik zu benutzen und weiterhin Werbung zuverlässig zu blockieren. Und das ist auch die Empfehlung, die gerade von uBlock Origin kommt. Benutzt einfach Firefox. Dort könnt ihr weiterhin uBlock Origin weiterverwenden. Das ist natürlich ein einfacher Fix. Ne? Man steigt einfach in den Browser um. So arg unterscheiden die sich gar nicht und dann geht's halt weiter. Meine Variante ist jetzt aber, ich muss gar nichts machen, denn mein Chromium-basierter Browser, wie ihr im Video ja schon sehen könnt, das ist halt der Brave Browser. Und naja, der ist zwar Chromium-basiert, der hat aber diese Blockierfunktion von Werbung integriert im Browser und der nutzt im Prinzip die gleichen Listen, wie es auch uBlock Origin tut, also die Filterlisten, aber er nutzt das nicht über den Umweg eines Add-ons, sondern das ist so im Browser integriert, dass die von der Änderung, die jetzt Google macht, gar nicht betroffen sind. Das sind also jetzt eure drei Möglichkeiten. Entweder Chrome weiter benutzen und uBlock Lite mit weniger Werbeblockierung nutzen, heißt aber auch weniger Sicherheit. Die zweite Option ist der Umstieg auf Firefox und da uBlock Origin weiter zu benutzen. Und die dritte Option, die ich für mich zumindest als optimal empfunden habe, ist einen Browser zu nutzen, der einen integrierten Werbeblocker hat und nicht den Umweg über das Add-on nimmt. Ich finde, ein Werbeblocker ist mittlerweile integraler Bestandteil eines Webbrowsers und deshalb ist mir das auch egal, ob der das als Add-on macht oder halt direkt integriert hat. Wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und lasst mir gerne einen Kommentar da, welche eure favorisierte Option ist.